Okay, let's go. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Auswanderer. Ich muss mal gerade hier gucken, ey. Ja, wir müssen so langsam mal ein bisschen anfangen, dann heute vielleicht auch ein paar Kühe uns zu besorgen. Beziehungsweise wir müssen ja erst noch einen Stall bauen. Eieiei. Schauen wir mal. Ich fahre jetzt erstmal nach Hause wieder. Ich hoffe mal, dass ich hier hinten auch rumkomme. Oh, da hört der Weg auf. Aber ich sehe, hier geht es ein bisschen lang. Oh ja. Ey, es gibt so viel zu tun als Neubauer. Das glaubt man gar nicht. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo es lang geht. Hier vermutlich. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, hier geht's durch. Da hinten sehe ich auch einen Weg. Da geht's noch weiter. Hoffentlich verfahre ich mich jetzt nicht in der Pampa hier. Ah, da ist einer. Und dann bin ich ja doch richtig. Dann können wir hier weiter düsen. Ja, es ist halt ein neuer Weg, den kannte ich noch nicht. Der fährt einfach weiter, so ein Held. Warte mal. Udo? Udo? Was soll ich denn jetzt machen? Der Leo holt gerade einen Wender. Da könntest du direkt hinterher schwadern. Oder halt wenden. Ja. Aber es dauert ja noch, bis der da ist, oder? Der ist hochgefahren. Keine Ahnung, wie lange der braucht. Okay. Bin auf dem Rückweg. Ja, hi. Leo. Moin. Wo steht denn das? Ah, da steht der Schwader. Oh. Dann ist Zeug hier eingeparkt. So.
So, fang doch hier an. Das auch schon? Ja, hier machen wir Heu und drüben machen wir dann Gras. Achso, okay. Oder nee, warte. Nee. Machen wir hier. Nee, warte. Fang hinten an zu wenden dann. Machen wir hier Gras. Dann ist es schneller weg. Dann kann die Bau. Kannst du nachher noch ein bisschen schaffen. Ist recht. Jo. Und gut gefrühstückt alle. Nee, kam heute ein bisschen kurz. Hatte nur eine Laugenbrezel und einen Joghurt. Ist schon ganz schön. Ah, jetzt seid ihr so still. Ah, Konzentration, weißt du? Ajo. Der Schöne ist aber noch ganz schön groß, du. Ja. Was für einen Kuhstall stellen wir uns denn hin? Ganz groß, würde ich sagen, oder? Boah, der will am meisten Sinn machen. Aber was geht denn da rein? Wie viele Küchen? Bei 100.
250. Ich dachte, da hätte gesehen 250. Auf 250 genug. Dann nehmen wir doch gleich den. Ein Häuschen sollten wir uns auch demnächst irgendwann mal hinstellen. Ja. Kein Bock mehr, einmal in der Hängematte zu pennen, ey. Ach, du hast es wenigstens noch bequem. Wir pennen im Traktor. Ja, komm. Bequem. Ist bequemer als im Träger. Ja, aber mein Rücken, ey, in meinem Alter, verstehst du? Da ist es schon nicht mehr so. Wir können auch ruhig tauschen, so ist es nicht. Nee. So. Bin gleich durch hier mit Schwaden. Na ne, die könnte noch was. Na, jetzt müssen wir ja erst wenden. Also du bist schon mit dem Wender unterwegs, dann kannst du da wenden. Ich bin nur am Mähen. Immer noch? Ja, schon alles mit, was man kriegen kann, ne? Sparfuchs. Gut, dann fange ich an zu wenden. Gut. Ja, wir zwei würden mal besser Trecker tauschen. Warum? Der Leo, der kackt sich da ab mit dem Kleinen. Naja, solange er sich nicht beschwert. Der muss seine PS-Grenzen kennen. Genau. Irgendwann wird er auch stärker. Ist wie bei Menschen, ne? Ja, wenden geht zum Glück relativ schnell. Aber nicht zu schnell, sonst brichst du die Zinken ab. Maximum. Alles, was geht. Aber gleich Zinken, ne, im Futter legen. Ach. Die kriegst du raus. Was? Nö. Leo kennt sich da aus. Er hatte doch auch einen Reparaturservice in Walchen damals. Ja, ich kenne mich damit aus. Oh,
Heu, wo soll ich denn unser Gras lagern? Beim Heulager. Er geht nicht. Hä? Er nimmt nur Heu und Silage, glaube ich, an. Nee, eigentlich nicht. Quasi du damit mit dem Gras oder nicht? Nee, wir brauchen ja Gras und keine Silage. Geht das nicht rein? Nope. Oh shit. Soll das trotzdem mal ins Fahrsilo fahren und dann machen wir. Nee, geht nicht. Kriegst ja dein Häckselgut raus. Oh. Einfach eine Wiese gibt hier, wa? Ja, das wäre eine Alternative. Aber wenn das trocken wird, dann haben wir auch wieder Heu. Muss man halt relativ schnell dann verfüttern. Ich schütte das jetzt auf dem Weg, was nicht so im Weg ist. Da. Ja. Weißt du, weshalb da so viel Gras rumkam? Um. Du hast vom Nachbar die Wiese gemäht. Fällt da nicht auf. Wenn der kommt, ey. Ich weiß nicht, wie die Russen so drauf sind. Oh, da passt schon. Da fahr ich mit dem eine kurze Spritztour mit dem Pickup und dann... Dann kann er nichts mehr tun. Das hast du jetzt gesagt. Du sprichst, fahr ich gar nicht. Nö. Kann halt nichts dafür. Fahr halt wie ein Rennfahrer. Ich möchte gern Rennfahrer. Eins gegen eins rennen. Spaß. Kannst du aussteigen, dann können wir Rennen machen. Oh, das Feld wächst doch schon an hier. Jo. Muss man da noch was machen? Weiß ich gerade gar nicht. Nee, tatsächlich nicht. Aber das andere Feld ist erntereif. Oh. Vielleicht streichen. Naja, ich denke, das Heu hier können wir auch ein bisschen liegen lassen. Aber ich mache erstmal Frühstückspause jetzt. Jo, schließe ich mich an. Nach der Reihe dann. Eieiei, der gute Schwade. Was mit dem? Bänder. Oh! Ordentlich was hingekippt hier. Frühstücke mal im Traktor, ne? Ja, okay. Nimmt weniger Zeit ein. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut gerne morgen wieder rein. Und, nee, Samstag. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.